Hallo, guten Tag, Herr Thaler. Ja. Tobi Fehn am Apparat, Herr, wie geht es Ihnen heute? Ja, ganz prima. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder zwei Anrufe mitgebracht. In letzter Zeit sind die Gespräche leider nicht so lang gelaufen, wie sie sonst hier auf dem Kanal üblich waren. Vielleicht haben die Callcenter mittlerweile schon eine Anweisung, dass sie gar nicht mehr so lange telefonieren dürfen. Naja, und sind dadurch dann schneller hellhörig, wenn ein Kunde sich doof stellt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind die Gespräche halt alle momentan nicht ganz so lang. Ist aber nicht schlimm, dafür packe ich euch immer zwei zusammen, damit ihr auch ein bisschen was zum Hören habt. Und natürlich eben auch zum Lernen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Anrufen. Hallo, guten Tag, Herr Thaler. Ja. Sie sind jetzt gerade auf unserer Werbung registriert, also Website registriert, stimmt? Ja. Auf Hashtrade. Ach so, ja. Ja, ich bin Ihr persönlicher Kontoberaterin von Hashtrade, Herr Thaler. Und ich werde jetzt Ihnen helfen, Ihr Handelskonto bis zum Ende zu aktivieren, okay? Und da rufen Sie extra an. Bitte? Ich sage, da rufen Sie extra an. Weil ohne meine Bestätigung können Sie nicht Ihr Handelskonto aktivieren, ja? Sie brauchen eine persönliche Kontoberaterin, es zu aktivieren. Ja, die Märchenstunde geht ja schon wieder ganz gut los. Man braucht also unbedingt einen persönlichen Kontoberater, um sein Konto aktivieren zu können. Alleine kann man das hier wohl bei diesen Firmen dem Anschein nach nicht. Naja, aber ist ja auch bei allen Firmen gleich, die hier so betrügerisch arbeiten, die rufen euch ja auch alle einfach ungefragt an, mal davon ganz abgesehen. Ja, und die möchte mir jetzt hier erzählen, ohne Kontoberater kann ich also mein Konto nicht eröffnen, obwohl wir hier einen Online-Konto eröffnet haben. Sehr interessant und das im 21. Jahrhundert. Naja, schauen wir mal, was die nette Tante uns sonst noch so zu berichten hat. Ich soll auf die Linie bleiben, ich soll Ihnen die alle wichtigen Informationen geben und ich soll auch Ihnen helfen, alles Schritt zu Schritt richtig zu machen, ja? Und danach werde ich Ihr Handelskonto von meiner Seite auch aktivieren, Herr Thaler. Okay, warum geht denn das nicht alleine? Also ich will nur Ihnen helfen. Bitte? Ich sage, warum geht das dann nicht alleine? Schauen Sie an, nach dem Kontoaktivierung, das können Sie jederzeit allein machen, ja? Aber bis Sie Ihr Handelskonto aktivieren, Herr Thaler, Sie brauchen, also bis Sie es aktivieren, Sie brauchen zuerst Ihr Handelskonto aktivieren, richtig? Ja, aber warum brauchen Sie brauchen Sie erste dazu? Transaktion, diese Handelskonto zu aktivieren. Ja. Und für erste Einzahlung soll ich Ihnen helfen, Herr Thaler. Oh, oh, oh. Für die Einzahlung soll sie mir helfen. Naja, nett, dass ich nicht mal nach Hilfe gefragt habe. Tja, aber dass man nach der Einzahlung dann auch keinen Kontoberater mehr braucht, ist logisch. Weil wenn ihr eingezahlt habt, dann ja, will auch keiner mehr was von euch, denn dann ist das Konto ja auch komplett vergessen. Das geht ja auch nur darum, dass ihr einzahlen sollt. Mehr steckt da nicht hinter. Und aus dem Grund braucht man auch nur einen Kontoberater beim Anfang und hinterher dann eben nicht mehr. Nach der ersten Einzahlung können Sie Geld ein- und auszahlen von Ihrem Handelskonto. Ja? Mhm. Aber jetzt gerade auf Hashtrade steht Ihr inaktives Handelskonto und Sie können nicht die Transaktion von Ihrer Seite allein von Hashtrade erzielen. Ja? Die offizielle Zahlungslink und so weiter und so weiter. Die anderen Zahlungsmethoden sollen Sie von meiner Seite, also von Ihr persönlicher Kontoberater bekommen, ja? Aha, aber Sie haben meine Frage immer noch nicht beantwortet. Sie haben jetzt ganz viel erzählt, aber nicht meine Frage beantwortet. Okay, was haben Sie gefragt? Bitte wiederholen Sie mir es. Vielleicht habe ich nicht verstanden. Die Frage war, warum kann ich das nicht alleine machen? Bei jeder anderen Plattform kann ich doch alles alleine machen. Herr Thaler, ich habe auf Ihre Frage geantwortet, ja? Nö. Bis erste Einzahlung können Sie nicht das allein machen. Nach der ersten Einzahlung, wenn Sie bekommen schon ein aktives Konto, können Sie alles allein machen, ja? Ja, aber die Frage war, warum? Weil ich soll Ihr Handelskonto von meiner Seite aktivieren, Herr Thaler. Ja, aber warum? Ich soll Ihr Handelskonto aktivieren, weil es ist eine Regel. Ah ja, das ist eine Regel und da wird man dann auch schon ganz schnell pissig, nur weil man da eben nochmal nachfragt, warum das Ganze so ist. Ich meine, ihr merkt ja hier schon an ihrer Stimmlage, die ist jetzt schon auf 180, obwohl wir sie nur eine ganz normale Frage gefragt haben, warum ich das nicht alleine aktivieren kann, das Konto, und ich sie dazu brauche. Ja, da kann man schon mal pissig werden, so als Bankberater. Ist logisch, ne?
Ich meine, man muss sich auch nur vor Augen führen, die wollen ja Geld von euch. Ihr wolltet ja von denen überhaupt nichts. Ihr habt euch da in der Regel niemals selber irgendwo großartig angemeldet. Und selbst wenn, dann habt ihr euch einmal angemeldet und bekommt dann die 1000 Anrufe nacheinander. Nicht unbedingt so viele wie bei mir, aber nach und nach bekommt ihr dann halt insgesamt sicherlich irgendwann mal die 1000 Anrufe zusammen. Und ihr habt euch da nie irgendwo angemeldet. Also das heißt, die wollen was von euch. Und sind sofort auf 180, nur weil man mal was fragt. Entschuldige bitte. Ja, aber das ist doch nur bei Ihnen so. Bei allen anderen geht das auch ohne. Da kann ich das alleine machen. Sie wollen unsere Kunde sein. Sie wollen also mit uns arbeiten, stimmt? Auf unserer Plattform arbeiten. Ja, dachte ich mir schon. Bei uns alles ist geschützt, Herr Thaler. Genau deswegen, die erste Einzahlung ist offiziell. Sie haben immer drei Möglichkeiten für erste Einzahlung. Sie können nur 250 Euro, 500 Euro oder maximum 1000 Euro investieren, ja? Ach so, die erste Einzahlung ist offiziell. Ja, und die anderen Einzahlungen, wenn sie dann stattfinden, sind dann nicht mehr offiziell, oder wie? Also, das ist wirklich, man merkt schon wieder, die ist vollkommen überfordert und weiß gar nicht eigentlich, was sie da so überhaupt für einen Blödsinn von sich abgibt und erzählt einfach nur irgendwas, damit sie, ja, halt irgendwas erzählt hat am Telefon. Ja, aber Sinn ergibt das ja überhaupt gar nicht. Das ist auch eine Regel. Also wir machen auch alles auf die Linie, weil Corona-Krise. Aber früher, sie konnte in unsere Unternehmen kommen und es so machen. Ja, mit unserer Berater. Aber es geht nicht so. Weil bei anderen ist es ja nicht so. Aha, also früher konnte man das bei dem Unternehmen dann direkt vor Ort machen. Natürlich ist man dann irgendwo zu irgendeiner Insel gefahren und hat da sein Geld mal vorbeigebracht. Oh Mann, also die Logik hier in diesem Gespräch, die ist wieder so unterirdisch, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Ja, bei anderen Plattformen geht auch es so, Herr Thaler. Vielleicht wissen Sie darüber nicht, weil Sie vielleicht keine Erfahrung haben. Na doch, ich habe mich aber anders schon angemeldet. Alle Unternehmen ist es gleich, nein, Herr Thaler? Nee, das stimmt nicht. Mit jeder Unternehmen in diesem Bereich, wer ein Plattform hat, das ist egal. Also die Regel ist gleich. Nee, das ist ja gelogen. Die erste Einzahlung sollen Sie auf die Linie tätigen mit Ihrer persönlichen Kontoberaterin. Ja, aber bei einem seriösen Unternehmen brauche ich da niemanden am Telefon dazu. Natürlich, ja, Tal. Also genau deswegen, weil das alles seriös ist, rufe ich Sie an. Ach so, weil es hier so besonders seriös ist, dieses Callcenter. Deswegen ruft sie einfach ungefragt an und hat eigentlich gar keine Erlaubnis, mich überhaupt anzurufen und will die 250 Euro wie alle anderen Betrüger-Callcenter haben. Und nur auf die Linie geht ja das hier mit der Einzahlung. Man kann da nicht online bei denen einzahlen. Da muss jemand am Telefon dazu sein. Oh Mann, das will die mir hier wirklich ernsthaft, glaubhaft rüberbringen. Naja. Wenn sie der Meinung ist, bitteschön, aber dieses Unternehmen ist alles andere als seriös. Aha. Genau deswegen will ich Ihnen zu helfen, alles ohne Fehler zu machen. Na, Sie reden sich das aber schön. Also von wo weiß ich, dass Sie haben jetzt gerade auf einer Hashtray-Seite registriert? Ja. Weil Sie haben das gemacht. Weil das seriöser ist. Und genau deswegen rufe ich Sie an, Herr Thaler. Ja, aber alle anderen rufen mich doch auch nicht an. Von wo können Sie die Informationen bekommen, Herr Thaler? Ja. Im Internet können Sie nicht die ganze Information bekommen, weil in diesem Bereich gibt es keine Schablonen. Ja, richtig. Genau deswegen kann ich nicht alles per E-Mail auch schreiben, Herr Thaler. Ja, habe ich ja auch nicht danach gefragt. Bitte? Ich sagte, nach einer E-Mail habe ich auch nicht gefragt. Ich habe gefragt, warum Sie mich anrufen. Alle anderen rufen mich nicht an. Ja, Thaler, was wollen Sie eigentlich sagen? Sie mir bitte, wollen Sie Hannes Konto aktivieren? Ja, ja, klar. Wenn Sie das wollen, dann mache ich und dann helfe ich Ihnen gerne, Herr Thaler. Wenn Sie das wollen nicht, dann sagen Sie mir bitte erst direkt. Na, in erster Linie fände ich das schon mal ganz toll, wenn Sie mich ausreden lassen würden. Bitte? Oh Mann, also nur weil man sagt, dass man seriös ist, ist man noch lange nicht seriös. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, die Betrüger-Callcenter, die denken jedes Mal, nur weil man sich da registriert hat, muss man das Unternehmen auch irgendwie seriös finden. Ich meine, erstmal fängt es ja damit an, dass man sich auf diesen Webseiten in der Regel auch gar nicht direkt vor Ort bei denen registriert, sondern bei irgendeiner Werbung. Und dann bekommt man nach und nach jede Menge Anrufe von irgendwelchen Callcentern, die dann jedes Mal behaupten, ihr habt euch da direkt selbst angemeldet, was ja überhaupt nicht stimmt. Ihr habt euch einmal bei einer Werbung angemeldet, habt vielleicht schon beim ersten bezahlt und dann kriegt ihr aber trotzdem noch 1000 Anrufe, die dann
immer wieder der Meinung sind, ja, aber nur wir sind hier die Seriösen. Ja, aber wenn ich mich in deren Werbung eingetragen habe, warum rufen mich dann eigentlich nur unseriöse Callcenter an? Die Frage hat mir von denen noch gar keiner bis heute beantwortet. Naja, aber irgendwie sind sie jedes Mal felsenfester Überzeugung, dass nur sie die absolut Seriösen sind, alle anderen nicht. Und man macht es auch nur so, wie die das sagen. Naja, aber dass man bei jedem Telefongespräch irgendeine neue Geschichte und Story hört, tja, das ist ihr wohl entfallen. Ich weiß es nicht. Also ich meine, das, mir kann auch keiner sagen, dass die selber von ihrem Unternehmen überzeugt ist. Das ist einfach nur dämlich, was die hier erzählt. Ich sagte, in erster Linie fände ich es ja schon mal ganz entzückend, wenn sie mich auch aussprechen lassen würden. Okay, dann reden Sie, Shatala. Ja, jetzt was können Sie ja. Jetzt ist der Drops schon gelutscht. Sie können weitermachen. Okay, sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Wie ich habe schon gesagt, Sie haben immer drei Möglichkeiten. Die erste ist 1.000 Euro, zweite ist 500 Euro und die dritte ist Anfangskapital 250 Euro. Ja, wenn ich Sie jetzt schon am Telefon habe, dann könnten wir ja vielleicht als allererstes mal noch die Fragen klären, die ich habe. Die erste Frage, die ich hätte, ist zum Beispiel, bei welchem Unternehmen oder beziehungsweise bei welcher Behörde sind Sie denn reguliert? Was interessiert sich? Bitte, wiederholen Sie Ihre Frage. Meine Frage ist, bei welcher Behörde Sie reguliert sind. Ach, und das? Ja, hier habe ich gesagt, ach, und das führt dann auch schon mal zum Auflegen einfach so, ohne dass man dazu was sagen muss. Also ich frage, bei welcher Firma oder bei welcher Behörde dieses Unternehmen reguliert ist. Dann lacht sie darüber und fragt, wieso mich das interessiert. Ich meine, interessiert euch das nicht, wo ihr euer Geld einzahlt? Also was denkt die sich? Ja, aber sowas führt dann halt eben einfach schon mal, dass man dann da auflegt und gar keine Antwort auf seine Frage bekommt. Tja. Aber es geht auch immer wieder nur ums Gleiche, um euer Geld und nicht um irgendwelche Diskussionen. Fragen sind da uninteressant. Man will letztendlich nur an eure Kohle und das möglichst schnell. Der ein oder andere lässt sich hier viel Zeit und denkt, dass man dann, dass er seine Antworten da seriös gegeben hat, ist aber nie der Fall. Ja, und andere Unternehmen legen halt einfach gleich auf, wenn es denn zur Frage kommt, wo dieses Unternehmen denn reguliert wird und wer eben auf diese Firma wacht und aufpasst, dass da die Geldgeschäfte auch seriös ablaufen. Naja, aber da hatte sie wohl keinen Bock drauf. Machen wir einfach weiter mit dem zweiten Anrufer und dem zweiten Telefonat. Tobelfeen am Apparat, hä? Wie geht es Ihnen heute? Ja, ganz prima. Nochmal bitte? Hören Sie mir? Ja. Super, Herr Thaler. Ich rufe Sie an von Onlinehandel. Sie sind jetzt bei uns gerade angemeldet. Sie sind online beim Solidstock-Seite. Was? Die habe ich gerade zugemacht. Haben Sie gerade zugemacht? Ja, die war komisch, die Seite. Was meinen Sie? Ja, die war komisch, die Seite. Was ist komisch über die Seite? Ich fand die komisch, die war irgendwie nicht vertraut. Und wenn die Seite komisch war, warum sind Sie bei uns denn angemeldet? Ja, habe ich ja erst festgestellt, nachdem ich mich angemeldet habe, dass die Seite komisch ist. Tja, hier verrät er uns gleich von Anfang an, wie hoch sein IQ ist. Warum habe ich mich angemeldet? Ja, logisch, um einfach mal zu gucken, ob diese Firma eben seriös ist. Mal ganz davon abgesehen, habe ich mich ja nicht bei denen angemeldet, sondern über irgendeine Werbung. Ja, und das ist russisches Roulette. Man weiß nie, wo man da rauskommt. Das öffnet sich nach der Registration auf irgendeiner Werbeseite sofort eine Trading-Seite. Und die ruft euch in der Regel dann auch unverzüglich an, ohne dass man da irgendwie lange warten muss. Meistens klingelt noch das Telefon, bevor man seine Daten überhaupt fertig ausgefüllt hat. Also das heißt, ich habe noch nicht mal auf Speichern gedrückt und die haben die Daten tatsächlich sogar schon vor Ort. Ja, und dann fragen sie euch ja, und warum hat man sich denn da angemeldet, wenn man das unseriös findet? Hä? Wie sollte ich das vorher feststellen, vor meiner Registration, ob mir die Seite gefällt? Also Intelligenz und Logik ist bei den Typen irgendwie selten vorhanden und eigentlich nie. Ja, anders kann man das gar nicht dazu sagen. Also spreche ich mit Herrn Klaus Thaler, oder? Ja, ja. Okay, super. Herr, jetzt sagen Sie mir, wofür sind Sie interessiert? Wieso sind Sie auf unsere Seite angemeldet? Und wer hat Ihnen die Seite gezeigt? Ja, weil Sie sind nicht von unserer Werbungskampagne angemeldet, so das finde ich eigentlich nicht seriös. Normalerweise, wir haben nicht Kunden, die bei uns sofort selbst bei der Seite anmelden, ja?
Okay, dann habe ich mich in diesem Fall tatsächlich selbst auf deren Webseite angemeldet. Aber das liegt auch daran, ich speichere mir jede Webseite, naja, und dann kommt hin und wieder mal noch eine Registration von mir dazu. Also eben ohne diesen Zwischenschritt der Werbung. Aber da wird er schon hellhörig, nur weil ich mich direkt auf seiner Webseite angemeldet habe und nicht über eine Werbung auf seine Webseite gekommen bin. Das findet er dann schon unseriös. Tja, könnte daran liegen, dass man wohl nur über die API-Schnittstellen, also über diese betrügerischen Werbewebseiten wie Höhle der Löwen, Werbung oder eben Kunden generiert und der Kunde sich eben normalerweise nicht direkt auf seiner Webseite anmeldet. Ja, das ist dann hier wohl in dem Fall der Fall gewesen, dass ich mich da manuell, ja einzeln, nur für diese Webseite einzeln angemeldet habe. Und das führt dann schon dazu, dass er es komisch findet. Ja, zeigt auf jeden Fall, dass an dem ganzen Callcenter irgendwas nicht in Ordnung sein kann. Denn bei einer seriösen Firma, da melden sich die Kunden auch freiwillig an, weil sie empfohlen wurden. Oder weil man das Unternehmen eben über Google oder so gefunden hat. Tja, das führt dann schon mal dazu, dass sie da eben tatsächlich schon gleich von Anfang an misstrauisch werden. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Muss ich quasi über so Betrugswerbung anmelden, damit es nicht auffällt. Okay. Nein, hat nicht mit zu tun. Sie kennen uns nicht, ich kann Ihnen nicht. Ich möchte hier, dass wir zusammen ein bisschen sprechen, damit ich Bescheid weiß, mit wem ich rede, ja? Aha. So. Sagen Sie mir bitte, wie sind Sie an unsere Seite angekommen? Ja, über Google. Über Google. Und das war, was haben Sie gesucht über Google? Ja, gesucht habe ich mit Geld verdienen und so. Verstehe ich. Onlinehandel. Wissen Sie, was das ist, Herr? Ja, klar. Haben Sie schon Erfahrung mit? Nur ein bisschen. Nur ein bisschen, verstehe ich. Und, hast schon gesagt, an welche Markets sind Sie interessiert oder wieso sind Sie bei uns angemeldet? Ja, ich habe mir mal die Seite angeguckt, aber ich habe dann schnell festgestellt, dass die komisch ist. Also was finden Sie komisch über die Seite, können Sie mir sagen? Weil ich schaue hier, dass Sie sind einfach auf Finanzen gegangen und dann nichts mehr gemacht. So, wenn man was komisch findet, der sucht ein bisschen, ja? Schaut ein bisschen, wie die Seite ist, aber sie haben das nicht gemacht. Ja, weil mir das da schon aufgefallen ist, dass da irgendwas nicht koscher ist an der Seite. Ich meine, eine normale Webseite schleust einen ja nicht gleich aufs Zahlungsprogramm. Was meinen Sie mit einer normalen Seite? Ja. Zum Beispiel, wenn man auf Amazon geht und wird man nicht nach der Registration als allererstes erstmal zum Einzahlen irgendwie genötigt und das war's denn, was man auf der Webseite findet. So wie es hier abgelaufen ist. Normalerweise registriert man sich und dann ist man auf der Webseite. Ja, und dann kann man gucken, wo man hingeht und was man da so Schönes unternimmt auf der Seite und kann sich das erstmal alles in Ruhe angucken. Wenn man sich bei diesen Betrugsseiten registriert, dann landet man als allererstes erstmal im Zahlungsmenü und nicht irgendwo auf dem Profil, dass man seine Daten nochmal kontrollieren kann oder den Aktienmarkt anschauen kann oder irgendwas über das Unternehmen. Ihr registriert euch da und seid sofort als allererstes nach dem Drücken des Knopfes Login seid ihr gleich im Zahlungsmenü. Ist ja ein komischer Einstieg in so ein Login. Aber diese Betrugswebseiten haben natürlich keine Zeit zu verlieren, weil am Telefon muss es schnell gehen und wenn sich ein Kunde da quasi nochmal irgendwie neu registrieren muss, naja, dann soll es ja möglichst schnell in das Zahlungsmenü gehen. Mittlerweile haben sie ja ihre Methoden ein bisschen geändert und schicken euch dann Krypto-Wallets per E-Mail und per Link und nutzen ihre eigene Webseite nicht mal mehr. Ja, aber früher war das so, dass man dann als allererstes, wenn man sich da angemeldet hat, erstmal einzahlen sollte. Gleich direkt bei denen auf der Webseite. Ja, das ist ja mittlerweile irgendwie gar nicht mehr vorhanden. Mittlerweile muss man ja nur noch auf externen Seiten einzahlen über irgendwelche Krypto-Wallets. Tja. Ja, die anderen seriösen Trading-Plattformen, da wird man ja nicht gleich auf zur Einzahlung genötigt. Also, zuerst, Sie haben bei uns nicht eingezahlt, Sie haben bei uns noch nicht ein Konto geöffnet und Sie haben bei uns gar nicht geschaut. Richtig, weil ich will mein Geld ja auch nicht verlieren. Sie haben überhaupt keine Einzahlung gesehen, Herr. Sie waren beim Finanzen, dort sind die Optionen. Das bedeutet nicht, dass Sie werden was einzahlen. Aber wenn Sie nicht wissen, dann Sie spekulieren und Sie kommen aus diesem Grunde.
Naja, aber wenn ich jetzt das Ganze hier dem Vertrauen schenke, dann ist das auch nichts anderes als Spekulation, ob ich da meine Kohle wieder rauskriege. Naja, wobei, das Spekulieren kann man sich ja eigentlich lassen. So wie der mit mir redet, ist ganz klar, was mit der Kohle passiert, wenn ihr das Geld da eingezahlt habt. Es gibt einfach nichts mehr raus. Man kann noch was reinstecken, wenn man möchte, und blöd genug ist, da noch was hinterherzuschieben. Aber der Auszahlungsknopf, der wird aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren. Vielleicht funktioniert der Knopf und man wartet dann seine 3 Tage, bis die Kohle da ist. Ja, aber mehr wird da auch nicht passieren. Ihr werdet da niemals 1 Cent auf euer Konto zurückgeführt bekommen. Die Falschen, sie sagen, dass sie unsere Unternehmer oder die Plattform, dass sie eingeloggt sind, es ist nicht seriös. Mhm. Wieso sagen sie das bitte? Naja, weil das danach aussieht. Ich meine, es ist ja auch schon der beste Beweis, dass da bei euch Musik im Hintergrund läuft am Telefon. Das ist auch nur bei Leuten, die ja, nicht seriös. Ja, und ich bin sind. Auch in Lautsprecher von ihrer Seite. Ja, ganz genau. So, ich höre meine Stimme. Ja. Wir haben Musik, weil ich sitze in meinem Büro und ich möchte Musik hören. Ja, aber kein seriöses Unternehmen hat Musik am Telefon an. Es ist nicht am Telefon, es ist am Hintergrund. Ja, es ist ja das Gleiche, es kommt ja aufs Gleiche drauf hinaus. Schon alleine, wie der hier die ganze Zeit diskutiert und argumentiert. Naja, wobei, diskutieren und argumentieren kann man das Ganze ja auch gar nicht nennen, weil im Grunde genommen labert er einfach nur irgendeinen Blödsinn und ist der Meinung, er hat recht. Naja, aber sobald man da was dazu sagt, hat er ja wieder irgendein tolles Gegenargument, was eigentlich kein Argument ist. Die ganze Zeit sagt er ja nur, naja, aber es ist ja nicht unseriös. Ja, und womit kann er mir das jetzt bitte beweisen? Es fängt ja schon damit an, dass keine 2-Faktoren-Authentifizierung auf der Webseite vorhanden ist. Ja, und das Passwort auch nicht sicher gewählt werden kann. Ihr könnt da nur große Buchstaben, kleine Buchstaben und Zahlen eingeben. Tja, mehr aber auch nicht. Ihr könnt keine langen Passwörter verwenden, die länger als 8 Zeichen sind. Das geht da auch schon nicht. Oh ja, und im Grunde genommen ist da nichts mit Sicherheit. Es ist hat nicht mal eine HTTPS-Verschlüsselung. Da fängt der ganze Bums ja schon an. Man muss sogar bei der Webseite, bei denen da auch noch tatsächlich auf Akzeptieren drücken, dass man die Webseite überhaupt öffnen möchte. Also die haben wirklich an allem gespart. Es ist nicht das Gleiche. Und mit seriösen Unternehmen, was meinen Sie, wenn ich fragen darf? Ja, kein seriöses Unternehmen der Welt hat Musik im Hintergrund laufen. Welches ist dieses seriöse Unternehmen in der Welt? Sagen Sie mir einen, bitte. Ja, Amazon zum Beispiel, oder wenn man jetzt zum Beispiel mal im Trading-Bereich... Amazon hat nicht mit Online-Handel zu tun. Amazon ist ein Unternehmen, das... Naja, ja, dann unterbrich mich nicht, dann kann ich auch fortfahren. Dann erst die, okay, ganze, sagen Sie erst die ganze Antwort hören, dann antworten. So, zum Beispiel Binance habe ich auch keine Musik im Hintergrund. Da sitzen nur professionelle Berater. Super. Sie sind aber jetzt nicht mit einem Berater in Verbindung. Sie sind jetzt mit einem Ansprechpartner in Verbindung. Ja, ist ja das Gleiche. Damit Sie das Bescheid wissen. Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Alle Mann sitzen am Telefon und quatschen irgendeinen Müll. Aber das hier geht ja wohl überhaupt gar nicht. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Berater und Ansprechpartner? Oh Mann, also der legt sich das wirklich alles exakt so aus, wie es braucht. Aber Sinn ist da an keiner Stelle. Irgendwo, nicht mal minimal. Also jede Antwort, die er gibt, ist einfach nur absolut hohl. Ja, aber da ist trotzdem keine Musik bei den anderen im Telefon. Also, nicht alle Unternehmen sind gleich, ja? Richtig, manche sind Betrüger. Was meinen Sie mir das? Na, ihr. Sie kennen mir überhaupt nicht oder mein Unternehmen überhaupt nicht. Nee, aber ihr kommt ja das und schon. Sie kommen dran. Und sie kommen dran, sie spekulieren und dann... Nein, das ist sagen, keine Spekulation, das ist ein Fakt. Ich meine, kein seriöses Unternehmen hat Musik im Hintergrund. Also, ich werde die Musik nicht zumachen, weil sie sagen das, ja? Ich möchte Musik hören, weil das ist mein Büro und ich kann machen, was ich will. Ja, aber dann musst du halt damit auch leben, dass man dich für unseriös hält. Was ist unseriös, über Musik zu hören? Das macht man halt einfach nicht bei Finanzgeschäften. Sie möchten nicht Musik hören. Das bedeutet nicht, dass das unseriös ist. Und mit einer seriösen Firma, ich verstehe eine lizenzierte Firma. Und sie haben mir bis jetzt überhaupt nicht über die Lizenz gefragt. Und sie kommen dran, sie sprechen über Betrügen, aber sie heißen überhaupt nicht Klaus Thaler, oder?
Also um das nochmal klarzustellen, doch, absolut 1000% jedes Unternehmen, das Musik an der Hotline im Hintergrund hat, ist unseriös. Da gibt's kein Wenn und Aber. Da gibt's überhaupt kein dran rütteln. Wenn ihr ein seriöses Geschäft für oder ein seriöses Gespräch, muss ja nicht mal ein Bankgeschäft sein, mit irgendeinem Service führen wollt, dann hat da keine Musik was zu suchen. Das fängt schon bei Lizenzproblemen an. Man kann nicht einfach im Hintergrund Musik laufen lassen und dann hören ständig fremde Menschen dabei zu. Das ist Urheberrechtsverletzung, ganz einfach. Mal davon abgesehen, wenn ich so ein Callcenter beschalle, muss ich da normalerweise auch Steuern dafür bezahlen, beziehungsweise Lizenzgebühren für die Musik. Da gibt's auch kein Rütteln dran. Also schon dieser Punkt. Naja, aber den Rest, den er hier erzählt von der Lizenz, wo er gerade mit anfangen will, ja, er redet davon, es ist ein lizenziertes Unternehmen. Natürlich, natürlich ist er lizenziert. Logisch, ganz bestimmt. 100% nicht. Doch? Doch, heißen Sie so. Ja, wie soll ich denn sonst heißen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, Sie sind ein Betrüger. Nee, die Betrüger seid ja ihr. Ich meine, nur weil ich mich jetzt bei euch nicht... Ich habe gedacht, wir machen den Spekulieren-Spiel hier. Nur weil ich mich jetzt bei euch nicht anmelde und kein Geld einzahle, ist das jetzt schlimm, oder was? Also, nein. Es ist nicht schlimm. Es ist schlimm, dass Sie bekommen einen Anruf von einem Unternehmer, und ohne was ihr seid zu wissen, kein Unternehmen. Ohne einen Grund, Sie kommen dran und Sie sagen, dass ich bin ein Betrügerherr. Ja, habe ich ja von alleine rausgefunden auf eurer Seite. Mal ganz davon abgesehen, ohne einen Grund stimmt ja auch nicht. Ich meine, dass das ein Betrugsunternehmen ist. Die Gründe, die haben wir ja nun schon mehrfach ausgeführt und ihm auch erzählt und erklärt. Naja, aber wenn er der Meinung ist, dass er noch keinen Grund bekommen hat, weiß ich auch nicht, was er da noch hören möchte. Also solche Leute, die das wirklich Hopfen und Malz absolut verloren. Da gibt's keine Hoffnung mehr für diese Leute. Denen könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Ihr könnt die besten Argumente bringen. Naja, das interessiert die Betrüger einfach nicht. Denn wer ein Betrüger ist, der will natürlich auch nicht als Betrüger erkannt werden. Und logisch, wenn ich Betrüger bin, dann werde ich es ja auch noch nicht offen sagen, dass ich Betrüger bin, weil ich will ja jemanden bescheißen. Oh Mann. Wo haben Sie das gefunden, bitte? Ja, eure Seite, die ist komplett unseriös aufgebaut und genau das, die Webseite benutzt sogar das gleiche CMS wie alle anderen Betrugswebseiten. Also, zuerst, überhaupt kein Unternehmer, es ist das gleiche, ja? Kein Unternehmer. Mhm. Coinbase, Bitcoin und alles, Bitcoin Code, tut mir leid, und Binance und eToro. Und egal welche Unternehmer, es ist nicht die gleiche. So, es bedeutet nicht, dass die Unternehmer oder ein von den Unternehmen Betrüger ist. Wenn Sie wissen möchten, ob ich ein Betrüger bin oder ob unser Unternehmer ein Betrüger ist, dann Sie sollen beim CCA schauen. Wissen Sie, was das ist? Ja, da seid ihr ja bereits gemeldet. Das wissen Sie schon. Gut. Mhm. Wissen Sie, was BaFin ist dann? Ja, da seid ihr ja bereits gemeldet. Super. Die BaFin warnt super. Vor euch. Super, das ist schon gut. Sie spekulieren überhaupt. Also wenn nicht. Die BaFin sagt, dass ihr Betrüger seid, ich glaube, dann stimmt das schon. Herr, sind Sie jetzt online mit einem Handy oder Computer oder was nutzen Sie gerade? Nee. Was für ein Gerät? Jetzt im Moment nutze ich der Festnetzgerät. Ich meinte online zu gehen. Haben Sie dabei einen Laptop, einen Computer? Ja, den kann man ja nicht dabei haben, einen Computer, der steht. Wo steht Ihr Computer bitte? Am Schreibtisch. Nochmal? Ich sagte am Schreibtisch. Super. Mhm. Können Sie kurz auf Google gehen? Nö. Können Sie nicht. Also, Sie haben gesagt, Sie möchten wissen, ob wir ein richtige Unternehmen sind oder nee, nicht, ja? Das weiß ich ja schon. Ich habe nicht gesagt, ich möchte das noch wissen. Das wissen Sie schon. Ja. Verstehe ich. Also, Herr Thaler, normalerweise, man kommt nicht auf ein Unternehmen und spekuliert und sagt, dass die Unternehmen ein betrüges Unternehmen ist. Okay? Naja, doch, wenn man der Meinung ist, dann zahlt man da kein Geld ein, nachdem man sich angemeldet hat. Ich möchte nicht, dass Sie Geld bei uns einzahlen. Es ist mir egal, ob Sie bei uns ein Konto haben oder nicht. Ja, das ist ja gelogen. Was ist, was ich...
Ja, und warum diskutiert er denn jetzt hier immer noch? Ich meine, wenn der nicht will, dass ich bei ihm Geld einzahle, oder hat er wieder ein neues Wort dafür erfunden fürs Einzahlen, dass er nicht möchte, dass ich einzahle, sondern das Geld springen lasse? Ich weiß auch nicht. Also, bei manchen Leuten weiß man wirklich nicht, was man da noch groß zu sagen soll. Nicht gut finde, ist, dass sie kommen dran und sie sagen, dass ich bin ein Betrüger. Ja, das finde ich nicht gut, Herr, weil Sie kennen mir überhaupt nicht. Doch. Okay? Kennen Sie mir? Ja, es sagt ja sogar die Barfin, dass ihr Betrüger wie war, seid. Wie war meine Name, ja, bitte? Ja, deinen Fake-Namen habe ich mir nicht gemerkt. Brauche ja auch kein Schwein. Ah. Und mich interessiert auch nicht, ob er persönlich Betrüger ist. Mich interessiert das, ob seine Firma Betrug begeht. Und das tut diese Firma in jedem Fall. Das sind einfach nur Betrüger. Das sind illegale Geschäfte, wenn man Geld von euch nimmt und ihr keine Gegenleistung dafür erhaltet. Das ist einfach Betrug, anders kann man es nicht sagen. Ich meine, die machen sich ja auch jedes Mal danach aus dem Staub. Also, was will er denn eigentlich von mir hören? Ich meine, es ist ja absolut egal, welches Argument man da bringt. Naja, absolut beratungsresistent. Verstehe ich. Und die Unternehmensname, wie war es? Das haben sie auch nicht gemerkt. Nö, weil ihr ja auch nur Betrüger seid, die hier anrufen auf der Nummer. Herr Theile. Ja. Hab Ihnen schon gesagt. Gehen Sie auf CCA und schauen Sie. Unsere Lizenz, schauen Sie alles. Es ist mir egal, was Sie machen. Eure es komische ist mir egal, Lizenz von irgendeiner Insel ist ja absolut Schwachsinn. Wollen wir gar nicht erst angucken. Also, Sie sagen, Sie glauben Unternehmen als Binance, Coinbase und weiß ich nicht welche Unternehmen, weil die sind lizenziert und ich sage Ihnen, wir haben Lizenz und Sie sagen, das ist ein komisches Lizenz. Ja, es gibt auch gefakte Lizenzen. Wo gibt das? Auf FCA? Ja. Sind Sie verrückt oder was? Genau da kommen die Fake-Lizenzen alle her. Okay, Herr Thaler, also zuerst, es freut mich eigentlich, dass Sie haben so viele Informationen über das, ja? Mhm. Aber die Informationen, die Sie haben, das tut mir leid, aber die sind falsch. Nee, das sind die nicht. Okay? So, als schon gesagt, es ist mir egal, ob Sie ein Konto bei uns haben möchten oder nicht, ob Sie investieren möchten oder nicht. Das ist ja Quatsch, dann würdest du ja nicht deine ganze Zeit mit mir verplempern. Was ich nicht möchte, ist, dass Sie kommen dran. Und Sie sagen, dass ein Unternehmer Betrüger ist, ohne einen Grund zu haben, ohne was zu wissen. Na doch, ich habe doch die Gründe jetzt schon genannt. Weil ich kann jetzt gerade ein Beschwer an Sie senden. Na dann los. Das wissen Sie jetzt. Na dann mach mal. Du Betrüger. Ja, du Betrüger, schick eine Beschwerde. Super, so machen wir es. Also als Sie schon wissen, Ihr Telefonat wurde dann registriert sein, weil so machen wir und die Betrüger unternehmen. Genau, das Gespräch wurde aufgezeichnet und wird dann auf YouTube hochgeladen, richtig. Super, so machen wir dann, Herr Thaler. Jo. Würden Sie dann so nett sein und mir per E-Mail Ihre Adresse zuschicken? Ja, steht doch, habe ich mich doch mit angemeldet mit der Adresse, oder nicht? Sie haben nur mit den E-Mail-Adresse, okay. Ich meinte Straße und Hausnummer. Ja. So. Ich verschwende meine Zeit nicht mehr mit Ihnen. Einfach Vorsicht, Herr, ja? Ja, Vorsicht vor den Betrügern, also vor euch. Ja, genau, das sage ich. Genau. Macht das eigentlich Spaß, so als Abzocker? Also nur nochmal kurz, um das klarzustellen. FCA, da kommen natürlich nicht nur die Betrüger her. Ja, aber das ist quasi die Registrationsbehörde aus dem Vereinigten Königreich, also aus England, Großbritannien, wie man auch immer zu sagen möchte. Das ist natürlich an sich ein seriöses Unternehmen, beziehungsweise eine seriöse Behörde, aber naja, erzählen kann man viel. Angemeldet sind sie dann nicht. Habe ich hier auch gerade im Nachgang nochmal geprüft. Nein, die sind da definitiv nicht registriert bei denen. Tja, so ist das halt mit den Betrügern. Naja, aber er hat jede Menge Zeit verplempert, auch wenn er der Meinung ist, er möchte keine Zeit verschwinden. Ja, hat aber selbst getan. Ich meine, er hat ja hier angerufen und, naja, hat die ganze Zeit irgendeinen Scheiß erzählt und hat selbst seine Zeit verbraten. Wenn er der Meinung ist, dass er damit richtig liegt,
Ja, da muss er halt eben weitermachen und sich irgendwann dann mal abfüllen lassen. Irgendwann erwischt das alle Callcenter. Und grundsätzlich passiert da auch immer mehr. Das heißt, irgendwann sind sie alle mal dran und ich hoffe eher auch ganz schnell. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann drückt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst das Abo und die Glocke nicht, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Ansonsten teilt gerne meine Videos, auch dieses Jahr, über WhatsApp, Instagram, Facebook und was es da so alles noch gibt. Twitter haben wir vergessen. Ja, und jetzt seht ihr hier noch die Playlist mit allen anderen Videos auf dem Kanal. Hier könnt ihr die Zeit noch überbrücken, bis ein anderes Video kommt. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.